Herzlich willkommen zurück, Empyrean Galactic. Das letzte spreche ich nicht aus. Beim letzten Mal habe ich einen Fauxpas gehabt. Grüß dich, Abo. Moin, Galactic Survival. Ist doch ganz einfach. Survive. Genau, wir müssen sowieso surviven. Ja. Schweizer Käse. Schöner Schweizer Käse hier. Na, es geht eigentlich noch. Schildi hast du gesagt. Mal gucken, ob ich das so in deinem Sinne geschrieben habe. Schildi. Das ist unsere Schildi, weil es sieht irgendwie aus wie eine Schildkröte hier. Sag mal, dann machen wir jetzt die Schildi. Die Schildi, genau. Ist das so richtig benannt, wie du es haben wolltest? Wo sehe ich denn das jetzt? Wo ist denn der Kern? Wo ist denn der Name? Ach, irgendwo. Wenn ich drinstehe, sehe ich es nicht, ne, den Namen. Oh, hier ist auch ein bisschen... Wieso ist denn hier was kaputt? Du hast alles kaputt gemacht hier beim Anflug auf... Ich habe gar nichts. Ich habe mir... In meinen Kommentaren sagte ich ja eben schon, sagen lassen, dass die Geschütze nicht freiwillig auf anderen Basengeschütze schießen. Das heißt, da müssen wir dann immer mal per Hand an so ein Geschütz ran. Beziehungsweise die Basen einfach mal baut er hier nix. Mit dem Großkampfschiff außen vor lassen. Jetzt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde das eigentlich schade, weil es ergibt für mich keinen Sinn, dass die Miniguns nicht auf die Geschütze der Basen schießen, sondern nur auf der Drohnen. Das ist für mich irgendwo sinnbefreit. Unfug. Ja. Und grob fahrlässig. Mhm. Und so. Ich sehe auch, unsere Beleuchtung reicht irgendwie für das Schiff noch nicht komplett aus. Ich habe mal hier oben bei den Pflanzen die Löcher gestopft, die da waren. Aha. Und das, was jetzt noch frei ist, nicht füllen, weil da kommen Pflanzenkübel wieder rein dann. Ja, ach so. Die will ich ja gerade machen. Noch ein paar Pflanzenkübel kaputt. Wir müssen sowieso gucken. Irgendwie, ich habe mir auch in den Aufnahmen nochmal reingeschaut. Es fehlte da irgendwie, also die ein oder anderen Pflanzenkeime. Ja. Glaube ich. Welches Vieh da draußen schiebt uns schon wieder durch die Gegend? Das muss gleich erstmal weggeknallt werden hier. Finde ich ja gar nicht nett. Hier ist noch eins. So, da ist noch genug Essen drin. Und. Oh. Okay. Du hast die Pflanzenkübel im Griff? Ja, die sind gleich in der Mache. Wie viel fehlen uns denn? Weißt du das? Nee, ich guck gerade mal hier auf dem Klo. Das sieht aber alles gut aus. Gar keine Stahlplatten. Ja, wenn sie das Klo zerschossen hätten, dann wäre ich auch stinkig gewesen. Das geht ja mal gar nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Klo ist ein bisschen angedellt. Also. Ne? Das könnte ich einfach nicht machen. Also mal ganz ehrlich, die können nicht einfach das Klo, das ist wichtig. Ja, sogar innen drin, diese Trennwand, die war auch ein bisschen angedellt. Die Trennwand? Die musste ich reparieren. Wie haben die dann hier reingeschossen? Manchmal ergibt das keinen Sinn, wie sie schießen können. Das habe ich schon gemerkt. Bin ich denn deppert? Ach so. Muss ich gleich mal Eisenbahn holen. Eisen sind unten, ne? Also Mitte. Im Lager. Ich finde hier mich nicht so gut zurecht. Also ich mache jetzt einfach mal 10 Kübel, dann haben wir auch ein bisschen Ersatz. Und ich mache auf jeden Fall... 9, 10, 11, 12. Also ich zähle jetzt schon mal auf die schnelle 12. 12? Zählst du auf die schnelle? 12? So viele haben sie uns weggeschossen? Ja. Alter Schäde. Dann mache ich halt mal 20. Ah. Schon passen. Weißt du, mit dem 10 habe ich es nicht so. So, dann werde ich uns mal noch so... Du kannst im Constructor vielleicht nochmal Stahlplatten anwerfen. Ja, das habe ich gleich auch vor. Zwei Kerne werde ich uns da mal reinlegen. Ins Lager. Nochmal ein Constructor dabei. Einen Kern hatte ich schon mal gemacht. Der liegt bei mir auf Tasche. Ach so. Dann für meinen Moppel. Den brauchst du nicht. Den brauchst du nicht. Dann leg den Kern bitte hinten ins Lager mit rein. Und zwar müsste das sein, ganz hinten links. Dort ist auch ein Konstruktor schon drin. So, und dann werde ich noch ein paar Düsen machen. Kann auch die Pflanzenkübel reparieren, höre ich gerade. Man sieht es nur nicht, gell? Ja, du kannst alles reparieren, klar. Ja. So. Muss pro forma mal drüber gehen, ne? Ja. Oh Mann, ey, hast ja alles beim Anflug kaputt schießen lassen. Ich sag dir, echt mal nicht schön, ne? Ja, wenn ich hier rumlaufe, da wird mir ganz schwindelig. Oh, das, da werden wir
gut bei meinem Blutdruck. Ja, gucken wir mal. Ich lege mal jetzt von einem so ein bisschen was, tue ich mal ein bisschen produzieren und werde das mal ins Lager reinlegen, dass wir immer so ein bisschen Ersatzmaterial da haben. Gerade bei Kern ist es... Was wollte ich denn jetzt? Ach, Eisenbahn wollte ich holen. Oh, hier ist auch noch kaputt. Und dann müssen wir... was hat denn hier gestanden? Hier war doch auch irgendwas. Dummerweise waren ausgerechnet nur diese beiden Plätze belegt. Das kann ich dir nicht sagen. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir da nochmal was besorgen. Es gibt ja eine einfache Idee, ne? Du spulst einfach zurück. Ja, ja. Muss ich nochmal gucken, was wir da an Pflanzen hatten. Die müssen wir irgendwie... Ja, da müssen wir wohl mal eine große Basis finden, wo auch was angepflanzt ist. Definitiv. Lager war eins hoch, glaube ich. Nee, ne? Lager war da unten, wo du gerade warst. Achso, schade. Da war hinten drin, ne? Da haben wir Eisen. Hinten Mitte. Nee, Lager, ups. Hier. Wo kommt der Kern rein? Wenn ich nicht irre, müsste das hier sein. Nee, da haben wir nur die Bauelemente, warte mal. Achso, haben wir noch nirgendwo drin. Hier, ja, zu dem. Hier, da, hinten rechts. Ne? Ja, hinten rechts. Wir haben auch wirklich viel Zeug hier. Was hakt denn hier? Stahlplatte. Stahlplatte. Da kommen Stahlplatten hin. Ui. Stahlplatten können den Constructor, ne? Wollte ich gerade sagen. An irgendetwas hake ich hier immer fest. Genau hier an dieser Ecke. Wo? Verstehe nicht. Ist aber alles Heile. Lalalala. Ja. Also irgendwas geht hier ein bisschen hoch, glaube ich, ja. Ja, hier an der Düse. Da, hier ist eine Düse. Ach so, deswegen, ja, das kann sein. Und da bleibe ich immer so ein bisschen dran hängen, wenn ich darüber laufe. Eine Düse? Pumpedüse? Ja. Okay. Und wieso gehst du einfach durch geschlossene Türen? Geht das machst nicht. Du doch auch immer mit mir. So. Okay. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir die Pflanzenkübel fertig haben. Jo. Und der ist ja schon ein bisschen was am Machen, allerdings von einem immer nur einen. In dem einen sind nur Stahlplatten drin, richtig? Nein, gell? Nö. Eigentlich eher nicht. So, warum hat er jetzt nur... Ach, Motoren muss ich haben. Dann will ich mal ein paar Motoren machen, wa? Ja. Wo hätten wir die denn? Hier, wenn ich nicht irre. Die Sonne ist auf. Die Sonne geht gleich auf. 10 Sekunden noch. Das ist schön. Und dann kriegt unten dieses komische Vieh, wird ewig das Raumschiff am Hin- und Her schieben. Ist erstmal auf den Sack. Okay. Das geht ja so mal gar nicht. So. Da haben wir schon mal 20 Pflanzenkübel. Die ich unten mal reinknallen werde. Ja, einmal reparieren und dann würde ich sagen, bauen wir uns die Gleiter. Und dann nehmen wir die alten Viecher mal auseinander, die uns da geärgert haben. Die Tracksack. Mit dem Bauen von den Gleitern haben wir ja überlegt, dass du dann mal den Kern für meinen Moppel machst. Den Moppel, den brauchen wir eigentlich nur per Blueprint hinstellen. Aber so die Gleiter, die ganz normalen, da setze ich quasi den Kern. Und wobei, die sollten ja schon irgendwo gleich aussehen, die beiden Gleiter, finde ich. Okay, Gleiter sind ja diese kleinen Dinger dann. Ja, so Kampfgleiter. Warum nicht gleich ein Moppel, ist die Frage. Na, deinen Moppel kriegst du auf jeden Fall wieder. Den mache ich per Blueprint. Verstehst du? Nur diese neuen Raumschiffe, die Kampfgleiter. Mhm. Das ist eine andere Geschichte. So, jetzt muss ich alle Pflanzenkübel haben, ne? Glaube ich. So. 12 Stück. War richtig, ne? Ich meinte 12 Stück, ja. Jo. Dann habe ich sie alle wieder gesetzt. Und dann kommt der Rest nach oben. Wir brauchen unbedingt Material, um Nährlösung herzustellen. Damit wir Pflanzenkeimlinge auf jeden Fall auch machen können. Die kommen da ins Lager, was will ich denn hier oben? Ich finde, wir haben echt viele Stockwerke. Nö, wir haben ja gar nicht so viele. Ist ganz einfach. Kommt mir so vor. Hier unten hast du Hangar und Lager, da drüben hast du Brücke, Konstruktor und Co. Und da drüber ist der Maschinenraum und Mumpitz. Okay. Bis Folge 33.000 hab's mir gemerkt. Das ist schön. So, jetzt haben wir hier einen Konstruktor, einen Kern in Reserve.
Was sagt eigentlich unsere Munition? Oh ja. Das reicht. Also noch ist genug in der Minigun drin. Ich wollte erstmal Sauerstoff tanken. Sauerstoff finde ich in welchem Stock? Maschinenraum. Nicht Maschinenraum. Deck 1, ganz oben. Deck 1. Ganz unten? Ganz oben. Oben, ich folge dir. Ja. Zup, ab ins 10 vorne und da ist Sauerstoff. Falsche Richtung, in die Richtung. So, bitteschön. Gut, dann brauchen wir nur noch Stahlplatten und dann die Düsen halt, ne? Dann ist er ja schon wieder durch. Mhm. Dann sind wir schon wieder fertig. Haben wir noch irgendwo einen Kühlschrank hier mit Essen? Ja. Auf der Brücke ist ein bisschen was. Habe ich gesehen, da ist aber reingeknallt. Und ansonsten bei den beiden Konstruktor. An dem Kühlschrank. Ich glaube, hier hinten war was. Nee, da nicht. So. Da auch nicht. Und wir werden dann jetzt zusehen, dass wir... Was hat denn hier... Sind das nicht die... Oder sind das hier die Dojen? Da. Hm. Das ist Mais. Das sieht man ja auch schon nicht, Depp. Oh, das ist Weizen. Ausgerechnet die Dojens fehlen uns. Hm. Aber ich meine, die hätten wir gar nicht angepflanzt. Jetzt guck ich mal... Kurz hier mal auf den Planeten. Ja, du kannst, was du so an Eiern siehst... quasi alles einsammeln, was du siehst. Eier? Vor allen Dingen, ja, warte, ich zeig dir, wo ist er denn? Da ist er ja. Also, und Mushrooms und sowas. Ich weiß nicht, wofür wir Mushrooms brauchen. So, das hier ist Aloe Vera und das hier brauchst du auch nicht einsammeln, das haben wir oben. Mhm. Ja, das habe ich gesehen. Okay, was aber wichtig ist, das sind das hier, die stacken allerdings nicht. Ja. Und diese so große weiße und natürlich da hinten wieder Alien Zorn, ne? Und da haben wir dann auch noch ein bisschen Ei. Wo sind denn die großen weißen? Da gibt es so große, ganz große weiße Eier. Ah, guck mal, so sieht das Raumschiff doch nett aus, oder? Oder was meinst du? Das große? Ja. So von hier aus? Ach, da bist du. Gerade habe ich dich gesucht. Ja. Boah. Ich finde, das hat was. Wenn man da einfach mal so einmal F9 drückt, nicht wahr? Das hat schon F9? Was. F9? Ah. Ja, dann sind die Anzeigen weg. Dick. Hast du die ganzen Dinge jetzt nicht mehr. Sieht halt aus wie Schildi. Mhm. Na, also so ein Kram... Und dann kannst du natürlich von denen hier auch ohne Ende mitbringen. Das ist, wie gesagt, jetzt gerade jetzt momentan können wir auch viel Kram gebrauchen, was wir einfach nur in eine Gammelkiste reinschmeißen, damit wir wieder Nährlösung machen können. Das mache ich jetzt einmal mit den ganzen Tomaten, die wir oben haben und dem ganzen Zeug. Und dann halt nebenbei wieder ein bisschen... Achso, so ein Minigun müssen wir hinten und oben, glaube ich, draufsetzen. Nee, wobei... Das war noch, brauchst du die Eier, wenn ich fragen darf? Die brauchen wir, um uns später Zeugs herzustellen, damit wir... Na ne, schießt du? Ich wollte mal gucken, was das so ist für einer. Ach so. Ja. Der bringt aber wenig Fleisch. Fleisch kannst du natürlich ohne Ende mitbringen. Der hat nur ein Fleisch dabei. Na, das ist ja random. Also was wollte ich sagen, es gab viele Anzeigefehler offensichtlich, weil es sah ja für mich, wie ich das Schiff von draußen gesehen hatte, danach aus, als wäre da unheimlich viel insgesamt zerstört worden, auch gerade oben beim 10 vorne und überall, was nicht der Fall war. Also irgendwo wohl auch Anzeigefehler. Die Schrotze hat gegen diese Aliens hier, die hier rumkriechen, wesentlich mehr Bums. Ja, auf jeden Fall. Also ein Schuss und dieser hat sich, ne? Ja. Was ist denn dieses Feiermoos? Feiermoos? Ja, hier liegt Feiermoos rum. Ach, dieses Moschwumms, ne? Ich weiß noch nicht, wofür wir das brauchen. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen am Sammeln. Ja. Mit dem Blueprints, das musst du mir nochmal erklären. Das habe ich ja noch nicht so drauf, ne? Ja, das erkläre ich auch auf jeden Fall. Oh, das ist aber schön.
Wir können wieder ein paar Nährlösungen herstellen. Haben wir hier eigentlich jetzt schon... Haben wir hier eigentlich jetzt schon... Wassergenerator und sowas stehen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe auch noch keinen gesehen, so direkt. Dann sollten wir auch davon mal was herstellen. Das wäre vielleicht nicht so übel. Aber unser Zeug, was wir vergammeln lassen wollten, ist schon mal vergammelt. Das ist sehr schön. Ja, wir sind ja auch vergammelt. Beim Eintritt in die Atmosphäre. Also jedenfalls dein Schiff. Unser Schiff. Dein Schiff ist vergammelt. Meins mein nicht. Das, ja, das Moppel. Moppel. Okay, beherrschen wir uns. Ich bin ja auch manchmal deppert irgendwo. Weiß auch nicht weiter. Die Dinger hier? Könnte dir einer glauben, du. Ah, hier ist eine gelbe Wand auch gleich. Ja, das ist nochmal schick. Findest du? Ja, und gelbe Wand? Echt. Ach, orange schon mir aus. Grün, blass. So. Jetzt schon alles soweit passen. Bleib hier, bleib hier. Das sind Schafe. Das sind Schafe, die hier rumlungern. Na ne. Also ich besorge ein bisschen Fleisch. Was sind das hier für eins? Das sieht ja lustig aus. Nur einer? Bewegt sich. Kann man das erschießen? Oh, jetzt ist es weg. Also man kann es erschießen, das ist dann auch gleich weg. Mhm. Das ist ja lustig. Jetzt wollte ich Motoren. Habe ich jetzt genug? Alien-Zähne, brauchen wir die? Ich weiß nicht wofür, ganz ehrlich. Aber, wo sind denn die Düsen? Brauchen wir Aloe Vera? Nee, das haben wir hier. Das haben wir hier fertig. Habe ich noch Platz für ein bisschen davon? Inventar ist voll. Super. Und ich werde unten mal weiter abernten. Noch haben wir ja genug zu futtern. Da können wir den ganzen Kram in die Dinge schmeißen. In der Gammelkisten. Und dann werde ich mal einen Wasser- und Sauerstoffgenerator ins Wasser stellen. Nicht wahr? Wasser haben wir doch hier, ne? Oder habe ich ja, jetzt? Ja, direkt vor uns. Da meine ich doch. Vor uns und hinter uns eigentlich quasi. Das ist doch schön. Können wir auf der einen Seite baden. Auf der anderen Seite waschen. Hier ist der Aufstieg. Will ich dort, wenn ich dorthin will. Hopp. So. Ach nee, warte mal. Wo wolltest du die Eier und diese Pflanzendinger dahin haben? In die Kühlschränke. Alles, was gammeln kann und was wir brauchen, kommt in die Kühlschränke. Die waren oben. Da waren Kühlschränke. Ja. Oder in den Konstruktor. Nee, gell? Nee, alles, was vergammeln kann. Also die Eier. Ja. Du bist ja jetzt an der Kühlschränke, ne? Ja, ich bin oben an der Kühlschränke. Nein, nicht an. Lass uns dort mal das Fleisch reinlegen. In diesen Kühlschränken nur Fleisch. Gesammelte Reihe. Kommst du hier mal rüber? Ich muss erstmal das Fleisch wegpacken, bitteschön. Ne? Ach so. So viel Zeit muss sein. Alter Mann ist ja kein D-Zug. Ja. Und dann gibt es einmal diese dicken Eier, die du hast, die bitte hier rein. Und dann gibt es noch Eier, die heißen auch Eier. Und die kannst du dann in den zweiten reinmachen. Das ja, sind Eggplant-Teile, die genau. Ich habe. Und die kommen hier rein, zu den Tomaten oder was? Da sind Tomaten drin? Oh nee, dann ich lass mal den zweiten. Ich wollte gerade sagen, dann lass den erstmal für die Tomaten. So. Und dann gucken wir, wie wir das hier. Dann habe ich noch. Alien Plasma und Alien Teile habe ich noch. Und dieses komische Moos-Grabbing. Das Moos, glaube ich, ist auch Gammel. Gammelware. Mach's einfach mal in den nächsten Constructor und da kannst du mal gucken. Ja, du siehst ja, da steht ja, wenn du darüber gehst mit der Maus, dann steht ja Verfallszeit. Alles, was Verfallszeit hat, muss halt in die Kühlschränke und alles, ja, was keine hat, kann ins Lager. 28. Ja. Deswegen bitte. Ich schieb uns immer noch irgendwas durch die Gegend. So.
Vielleicht ist der Planet. Ja. Das Dumme ist nur, was will ich denn hier unten? Das Dumme ist nur, wenn wir dieses Tool hier nicht mehr haben. Ich meine, ich weiß echt nicht, wo das ist. Ich meine aber auch nicht, dass ich das angepflanzt hätte. Das ist das Dumme. So, warum hat der jetzt hier... Ihm fehlen Nährlösungen? Warum? Ach so. Naja. Mach halt einfach mal welche. So. Ich habe jetzt einmal alles reingeschmissen. Irgendwas wird schon richtig sein. Und Pflanzenkeimlinge mache ich tatsächlich ein bisschen mehr. Die kommen dann ab ins Lager rein. Was fehlt denn jetzt schon wieder bei diesen erweiterte CPUs? Ach du Schande. Das heißt, wir brauchen Neodym. Ein bisschen haben wir noch. Dass uns, dass hier das Raumschiff immer durch die Gegend geschoben wird, ist natürlich irgendwo auch blöd. Immer noch. Ah jo, merkst du das nicht? Das steht auch irgendwie schräg, vielleicht deswegen. Nee, das ist wegen diesen Pflanzen und den Viechern und hast du nicht gesehen. Und irgendwie sind die so stabil, dass das Raumschiff auf den Pflanzen steht. Und die Viecher sind so stabil, dass sie das Raumschiff durch die Gegend schieben können. Okay. Und das finde ich totalen Blödsinn. Da muss ich leider mal so sagen. Das ist Schiebung und da mache ich nicht mit. Und deswegen genau. Sind wir am Ende einer Folge. Und vielen Dank fürs Reinschauen und lasst mir einen Daumen und dem Abo natürlich auch zwei da. Wir sind schon am Ende einer Folge. Wir sind am Ende einer Folge und ich glaube, dein Lust... Oh, hier sind ja noch... Hier fehlen ja noch Brocken, sehe ich gerade. Scheiße. Wo Entschuldigung. Okay, dann habe ich noch was zu tun. Hier hinten in der Anflugschneise fehlen noch Teile. Die werde ich mal gleich mal mir holen und dann reparieren wir das Ding. Ja, auf jeden Fall. Teils bei den Social Networks. Das wäre auch ganz lieb. Jo, das freut uns immer. Bis dahin, tschüss. Ciao.